Hallo ihr Lieben, hier ist Jana von janasbastelwelt.de. Beim heutigen Videotutorial zeige ich euch, wie man so eine süße Strohhalmbox macht, und zwar mit dem Envelope Punchboard. Ich habe schon mal ein Tutorial zu einer Variante gemacht ohne Punchboard, und die hier ist auch nochmal schön papiersparend und auch recht zügig gemacht. Das sind übrigens die Goodies oder beziehungsweise die Swaps für mein Teamtreffen gewesen. So, und zwar brauchen wir dafür natürlich das Punchboard und ein Stück Farbkarton Flüsterweiß mit den Maßen 15,2 x 15,2 cm bzw. 6 x 6 Zoll. Kann man also auch schön aus dem Designpapier machen. So, das wird jetzt bei 4,2 cm angelegt, gestanzt und gefalzt. Und weiter geschoben zu 10,5 cm und auch da gestanzt und gefalzt. Dann dreht man das Ganze auf die nächste Seite und legt das jetzt so an, dass dieser Nupsi hier, dieser, genau in diese Falzlinie zeigt, die man zuvor gezogen hat. Wer dann nochmal auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich auch kontrollieren. Jetzt müsste das Ganze hier bei 4,7 cm anliegen. Es wird gestanzt und gefalzt, rübergezogen, dass der Nupsi in der nächsten Falzrille liegt, oder hier bei 11 cm das Papier anliegt, gestanzt und gefalzt. Und so gehe ich jetzt auch auf den nächsten beiden Seiten vor. So, das Punchboard kann dann auch schon wieder zur Seite. Jetzt sieht man, das ist nicht ganz gleichmäßig. Das heißt, die Seite ist breiter als diese hier. Das ist jetzt halt wichtig, darauf zu achten. Denn wo die schmalere Seite ist, ich muss jetzt mal gerade mein Geodreieck zuppeln, also das sind dann jetzt hier, jetzt muss ich gerade mal schauen, 4,7 cm und hier haben wir ungefähr 5,3, 5,4 cm. Also, wo jetzt hier das schmalere Kästchen ist, das lege ich mir jetzt so hin. Ich schiebe mich mal weiter ins Bild, mein Tisch ist gerade irgendwie zu kurz. Hier ist die schmalere Seite. Voilà. Dass ich hier, wo sich die Falzlinien kreuzen, dass Mitte hier in der Führungsschiene ist. Und dann ziehe ich jetzt eine Falzlinie genau bis darunter. Und das dann auch also einmal auf der Seite links von dem schmalen Kästchen und rechts von dem schmalen Kästchen. Ist jetzt halt so ein bisschen ein, ich sag mal, ja, ungleichmäßig. Man könnte das Ganze auch gleichmäßig machen, damit diese Dinger, diese süßen, süßen kleinen Nutella-Gläschen auch reinpassen. So, damit ist das Ganze jetzt aber noch nicht getan. Denn jetzt müssen wir es noch ein bisschen zurechtschneiden. Ich knicke mir jetzt einmal die Falzlinien hier nach, denn die muss ich gleich ein bisschen umknicken können, um das Ganze weiter zu bearbeiten. Und zwar, also hier sind die diagonalen Falzlinien. Hier klappe ich jetzt die untere Lasche ein. Dann kann ich das nämlich hier wieder ganz perfekt anlegen. Und lege mir das jetzt so hier ein, dass hier, wo die Kurven sind, das ungefähr in der Schneidrille liegt, und schnippel das ab. Ja, also das kommt jetzt hier nicht auf einen Millimeter an, aber einfach, dass ich hier so eine Lasche habe, das ist nämlich die, die hier drin steckt, um die Schachtel zu verschließen. So. Ich muss aber noch ein bisschen mehr schneiden.
klappe ich mir die schmal geschnittene und diese hier ein, also die beiden, die links und rechts von der sind mit der Falzlinie, und lege das Ganze so an, dass das hier bei einem Zentimeter, bei der 1 Zentimeter Linie genau anliegt, und schneide das weg. Und das mache ich hier genauso. Ja, ich klappe mir wieder diese kurzgeschnittene ab und die daneben. Schiebe das hier rüber, dass das wieder bei einem Zentimeter hier anliegt. Und schneide das auch ab. Und dann sollte das Ganze jetzt so aussehen. So. Die kann ich jetzt so knicken. Das sind nämlich hier die Dreiecke, die nachher hier hochstehen. Die müssen jetzt natürlich auch noch ein Loch gestanzt kriegen, durch das der Strohhalm passt. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade gucken. Es ist schwierig, eigentlich die Löcher auf die gleiche Höhe zu kriegen, auf der linken und rechten Seite. Das heißt, ich lege mir jetzt einfach mein Geodreieck mal so hier hin. Ich hoffe, das kann man jetzt im Video sehen. Ist die Spitze hier genau in dieser, bei der 0 ist. Und mache das ungefähr so ein Zentimeter von oben. Hier auch. Ich versuche das gleich noch mal näher ranzuholen. Also ich lege mir das jetzt einfach so hier hin. Und die Spitze ist hier genau bei den Null, bei der Null vom Geodreieck, und unten geht die bis zu einem Zentimeter. Und meine Kamera, jetzt stellt sie auch scharf. So. Dann brauche ich jetzt eine Lochzange. Ich habe jetzt hier meine Crocodile genommen und setze die jetzt so an, dass meine Markierung mit dem Bleistift ungefähr mittig da drin ist. Das Problem ist, das Loch ist zu klein. Da passt der Strohhalm nicht durch. Da müsste ich ganz schön quetschen und das Papier kaputt machen. Deshalb setze ich das Ganze dann nochmal leicht versetzt nach oben an. Das heißt, ich habe jetzt hier eher ein Oval als einen Kreis gestanzt. Und auf der Seite mache ich das Ganze auch nochmal. Die Bleistiftmarkierung erst mittig. Und dann nochmal ein bisschen nach oben versetzt. Bisschen schnippeln müssen wir auch noch. Allerdings nicht allzu viel, sondern jetzt einfach hier unten, also gegenüber den gefalzten und gelochten Seiten, einfach einschneiden und die Klebelasche die Falzlinie rausschneiden, denn das werden unsere Klebelaschen. Ich zeige jetzt einmal, wie das Ganze gleich zusammenkommt. Also diese beiden Laschen werden hier reingeklebt. Und das Ganze kommt dann so. Jetzt verziere ich das aber zunächst. Das geht nämlich in meinem ungeklebten Zustand noch ein bisschen besser. So habe ich jetzt hier Designpapier mit dem Maßen 4,4 x 5 cm einmal. Für die vordere Seite und 4,2 x 5 cm zweimal. Jetzt habe ich das Falsche da hingelegt. So. Das wird dann hier so aufgeklebt. Das Designpapier, bevor ich das aufklebe, möchte ich euch noch mal kurz zeigen. Das ist nämlich dieses hier. Das ist auch ein neues. Und das ist total toll.
Hier haben wir jetzt zum Beispiel diese Seite, erinnert so ein bisschen an diese Farbmusterfächer im Baumarkt. Die Rückseite ist jetzt so gestaltet. Hier ist das nochmal ähnlich, nur ohne die weißen Linien dazwischen. Und die Rückseite ist dann eher so hell gestaltet. Und muss ich mal gerade schauen, weil ich ja viele jetzt schon für meine Swaps verbraucht habe hier. Und hier haben wir dann diese, die ich jetzt hier auch verwende, mit diesem ja, im Ombre-Look. Das heißt von hell nach dunkel mit dem Übergang und die Rückseite dann so. Und das ist jetzt hier drin in den Farben Sommerbeere, Currygelb, Olivgrün und ich meine Jeansblau müsste das sein. Genau, Jeansblau. Das haben wir dann halt in mehrfacher Ausführung da drin. Das ist ein total schönes Papier. So, das klebe ich dann jetzt einmal auf. Beziehungsweise hier kommt gar nicht das Designpapier, das brauche ich gleich für die Rückseite. Da hätte ich jetzt fast Quatsch erzählt. Dann habe ich jetzt einfach passend dazu in Sommerbeere ein Stück Farbkarton ausgeschnitten. Und klebe den dahin. Denn darauf kommt hier mein gestempelter Text und das andere Designpapierstück kommt nachher hier hinten drauf. Und zwar aus dem neuen Stempelset kreiert mit Liebe habe ich dann Kreativität macht Freunde in schwarz aufgestempelt. Das habe ich hier nämlich auch schon mal vorbereitet. Ich finde den Text einfach sehr, sehr schön und halt auch passend fürs Teamtreffen. Und dann habe ich noch das Stempelset Alles Liebe Geburtstagskind. Da habe ich das Blümchen hier rausgenommen und hier diese Blätterranke. Und habe das halt in Sommerbeere und in Olivgrün aufgestempelt. Und das klebe ich dann jetzt auf den Farbkarton. Da dachte ich mir, braucht man jetzt kein Designpapier nehmen, weil man ja eh nur so einen Rand davon sieht. Hätte ich jetzt gar nicht zudrehen brauchen. Jetzt kann ich die Schachtel nämlich zusammenkleben. Also erstmal hier die Klebelaschen. Dann klappe ich mir jetzt erst diese hier rein und die. Das hat nämlich den Vorteil, wenn ich die festklebe, können mir die nicht verrutschen. Ansonsten könnte ich das ja jetzt, ich übertreibe jetzt mal, so oder so kleben. Aber so wird das ja hier gehalten vom Rand. So, dann kommt hier ein bisschen Klebe dran. Hier nicht zu hoch gehen, weil die Lasche ein bisschen übersteht, sonst klebt das Nutella-Glas nachher auch noch fest. Hier kann ich jetzt darüber hinausgehen, weil es ja jetzt an die gegenüberliegende Seite kommt. Das muss man jetzt einen Moment halten. Denn wenn ich jetzt zu schnell das rausziehe, sieht man, das verzieht sich direkt ein bisschen. Dann kann ich noch mit dem Falzbein kann ich auch noch mal darunter greifen, wenn das ein bisschen angezogen ist. Und dann gegendrücken. Also da muss man ein bisschen Geduld haben. Oder man nimmt halt Sticky Tape. Ich mag halt einfach den Tombow-Kleber so gerne, weil ich noch mal ein bisschen korrigieren kann. So. Dann nehme ich mir jetzt das Designpapierstück, was ich halt noch übrig hatte, mit den 4,4 x 5 cm. Mache rundherum Klebe, außer hier oben, weil hier ja die Lücke ist. Da lasse ich auch ein bisschen Platz. Klebe das jetzt hier auf. So, drücke das schön fest. Dann habe ich mir die 3/4 Zoll Kreisstanze genommen. Und die passt halt perfekt hier rein. Dann kann ich an den Kanten vom Designpapier ziemlich fast oder ziemlich identisch breit genau gucken, dass ich mittig bin.
und stanze hier nochmal. Das ist jetzt die Rückseite. Dann sieht man nämlich, da wo das Designpapier eh instabil wäre, weil dann kein weißer Aufleger, mal weil durch diese Kanten, die sich überkreuzen, das ist dann komplett rausgestanzt. Und ich habe hier nochmal einen netten, ja, ein Daumenloch, wo man die Schachtel gut öffnen kann. Das heißt, hier kann jetzt mein Nutella-Gläschen rein. Ich kann das Ganze verschließen. Ich meine es auch, wenn man das ausstanzt, sollte man die Lasche schon breit genug lassen, dass das Loch komplett verdeckt wird. Ich kann jetzt mal gerade gucken. Das sind jetzt circa 1,4 cm. Das passt auf jeden Fall locker, also dicke. Und jetzt nehme ich meinen Strohhalm und ja, ich drehe mir den so ein bisschen durch, weil das Loch ja eher oval ist. Dadurch passe ich das dann nochmal an. Und habe das dann jetzt ja, schön fest zu. Also der Strohhalm fällt einem eben nicht einfach raus. Und voilà, fertig ist die Strohhalmbox. Also die Papierstrohhalme, die sind dann schon wirklich sehr, sehr schön. Da kann man auch noch nette andere Sachen mitmachen. Ja, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!